Werk. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Six, All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, die Musik hier oben ist nicht Copyright. Damals der übelste Junk-Junk-U-Bahnhof. Heute weiß ich nicht. Wir sind heute am Start. U-Bahn-Linie U8, es geht weiter. Mein Name ist J6, All in the Mix. Daumen nach oben, bevor das Video beginnt. Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr habt es schon eben gerade gesehen, der junge Mann hier, der abhängig ist. Dann hier ein paar Ecken hier so ein bisschen. Moritzplatz. Das ist hier die Station. Das ist Moritzplatz. Drumherum sehr belebt, sehr, sehr dreckig. Auch die Wände hier so ein bisschen. Bisschen Feuerzeug, bisschen Mülltonne, bisschen Wand. Ja, geht auf jeden Fall. Ich zeige euch ein bisschen rum. Um Gottes Willen, was geht hier ab? Umso mehr es Richtung Neukölln geht, umso heftiger wird es gerade. Knochen, Chicken, irgendwas in jeder Ecke. Ich glaube, ich habe auch den Zeitpunkt erwischt, wo Dealer hier auch sind und dann die Leute die Sachen verteilen. Aber es ist ein öffentlicher Raum, ich darf hier sein. Mir kann keiner was. Mein Name ist Six. Guckt mal hier. Gleisbett ist eigentlich auch relativ sauber. Ich gehe mal ganz kurz gucken an die Seite. Hier auf jeden Fall Klamotten. Ja, da wird geballert. Moritzplatz, eigentlich sehr, sehr bekannt. Schau mal ganz kurz Moritzplatz zeigen, was abgeht, ja? Hier haben wir gleich 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Freunde, Moritzplatz geht richtig ab, ja? Ganz kurz hier nochmal in rosa. Heute auf jeden Fall einiges los an den Ecken. Ich zeige euch nur das Gleisbett. Also hier sehen wir auch ein paar. Eins, zwei, drei, vier. Kollegen gerade auch am Start und ballern hier auch. Auch hier an der Ecke. Wir gehen wieder zurück. Da geht einiges von. Eine Station vor Kottbusser Tor. Ich glaube, die Szene hat sich auch so ein bisschen verzogen auf die andere Schiene, auf die andere Richtung. Schaut man da auch nochmal. Moritzplatz-Vibes. 1, 2, 3, 4. Wir gehen mal ganz kurz hier auf die andere Seite vom Gleis. Ich wollte euch nur die Gleise zeigen. Oh wow, hier ist auf jeden Fall ein Paradies. Hier ist auf jeden Fall ein Paradies von den Dingern. Guck mal, guck mal, guck hier, was hier abgeht. Seht ihr das? Hier auf jeden Fall etwas mehr. Etwas mehr. Ihr seht, die sind am Machen. Gehen wir ganz kurz nach vorne, weiter nach vorne, an die Gleise. Und ja. Ihr seht, was hier abgeht, ne? Die Dealer sind auch überall und kontrollieren gerade, checken die Lage hier. Glaub. So ist es hier. Genau. So ist das hier. Wow, was geht hier ab, Freunde? Diese Station ist heftiger. Ich bin auch ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentrieren muss. Nicht, dass jemand von hinten kommt. Graffiti, wunderschön. Wow. Wir machen das hier direkt am öffentlichen Raum. Überall Pisse.
überall heftig. Ich bleib eine Weile. Ja? Also es wird mindestens 20 Minuten Video. Schaut euch das an. Das ist hier versifft mit alles voller Drogen. Und dann haben sie den Junkies auch noch so eine richtig geile, angenehme, instrumentale Musik mit eingeschaltet. Haut den Schuss und genießt es. Stell dir mal vor, ich versetze mich jetzt in ihre Lage. Hier habe ich keinen Schiss. Auch in Neukölln werde ich keinen Schiss haben. Aber man muss hier auf jeden Fall aufpassen. Wenn die sehen, guck mal, du filmst die nicht, du machst dein Ding, dann sagt auch keiner was. Aber du musst immer Achtung haben von hinten. Hier nochmal die ganzen Tücher. Plastik. Ja. Gibt auch Aggressive unter ihnen, 100%. Gleisbett auch hier auf jeden Fall an den Ecken. Sehr gut belebt so, alles voll. Wir gehen mal ganz kurz an die Ecken, mal sehen, ob da Spritzen gibt. Was geht ab, Bruder? Ja. Aber hier sind wesentlich viel mehr Spritzen. Mal sehen, wie Neukölln abgehen wird, weil das ist jetzt hier Moritzplatz, ist in Kreuzberg. Der Typ ballert erstmal dahin. Ne? Geh mal ganz kurz an die Ecke. Check natürlich da die Ecke. Hier noch eine Prinzessin, die es macht. Musik ist so, als wären wir irgendwo im Urlaub auf Malle, Alter. Aber ihr seht ja hier die ganzen Kugeln hier, die sie. Seht ihr das weiße Zeug? Plötzlich Musik aus. J6 ist da, denken sie, scheiße. Der Turn ist weg. Kein Turn mehr. Wow, wie es aussieht, Digga, mit Blut an den Wänden und sowas. Oh mein Gott, Bro. Ich glaube, das wollt ihr sehen. Seht ihr das? Wow, ich krieg das Kotzen, Digga. Ich krieg mir auch schon jetzt schon übel. Und wir sind noch nicht mal Hermannstraße oder so. Hermannstraße ist das finale Ding. Ja. Guckt mal bitte, wie viel Spritzen hier so gibt. Guckt euch bitte das an. Guckt euch bitte das an. 1, 2, 3 an den Ecken, 4, 5, hier ist an jeder Ecke was, 6, 7. Puh, Alter, was geht hier ab? Guckt euch das an. Guckt euch die Wände an. Ihr habt das Blut gerade gesehen, ne? Guck mal hier, wie versifft die Ecken sind. Ich zeige euch mal ganz kurz hier noch an den Ecken was. Boah. Wo ich genau stehe, ist gerade richtig böse, böse. Wenn das Handy jetzt hier runterfällt, ist alles vorbei, Bro. Dann lasse ich das einfach da liegen. Boah. Aber ihr wisst gar nicht, was ich gerade für euch durchmache. Ich muss auch ruhig bleiben und cool bleiben, als wäre das ganz normal. 1. Da hinten 2, 3. Unzählige Spritzen hier. Unzählige Spritzen, Freunde. Das ist die U-Bahn-Linie U8. Einer der gefährlichsten U-Bahn-Linien Deutschlands. Hier rubbeln die ihr Zeugs, das ist Schore. Hier rubbeln die das Heroin weich. Meistens kriegen sie es als Stein, was sie unter der Zunge tragen. Wenn die Polizei kommt, schlucken die es runter. Ja, Schore soll nicht so gefährlich sein, nur wenn du es aufkochst oder es rauchst. Wenn du es runterschluckst, in der Tüte passiert nichts. Es ist ja in der Tüte geschützt. Ja, was ich sagen wollte. Wir gehen mal ganz kurz hoch. Sag ich mal ganz kurz den Bahnhof oben. Hier auf jeden Fall, die Sitze sind auch okay. War mal früher schlimmer. Die Sitze sind auch okay. An der Seite so. Das ist hier Moritzplatz. Ich zeige euch mal ein paar Ausgänge. Heute ein bisschen gechillter, ihr seht ja. Weil groß die Sache. Kontrolliert durchgehen. Und mit Kontrolle. Also komplett auf Konzentrationsbasis. Dieser Bahnhof ist auf jeden Fall Next Level, Alter. Vor allem dieser Bahnhof. Ne? Vor allem hier. Ich schaue auch öfter mal um mich herum, weil ich genau weiß, was hier abgeht. Sorry. Hier. Schaut euch an. Hier ballern die das. Hier kochen die das. Lassen alles liegen. Seht ihr das? Das Papier mit weißem Pulver. Hier lassen die einfach so alles liegen, Digga. Das, was mich aufregt, Alter, Kinder, die hier rumspazieren.
Die sehen das. Guck mal hier im Automat. Guck mal bitte, wie das wieder Automat aussieht, woher Geld rausgepumpt wird. Ein Wunder, dass der Geldautomat noch funktioniert. Dass da Leute überhaupt rangehen, Alter, und sich Geld ziehen. Ekelhaft. Ekelhaft. Schaut euch an, was sie hier treiben. Hier auch nochmal weißes Pulver. Koks, Heroin, Crack, was auch immer das hier ist. Heftig, Alter. Da brennt ihr es zusammen. Ich zeige euch nochmal so eine Brennecke. So eine Brandecke. Die Leute, die sich das weich brennen, weich kochen wollen, machen das dann so gegen die Wand mäßig. Klatschen das Zeug, rollen es, damit es weicher wird. Die brennen das dann so irgendwie komisch an. Und dann schön an die Wand, so ganz komisch. Keine Ahnung, ich habe das schon mal gesehen gehabt. Guckt euch mal bitte an, wie die Lautsprecher hier aussehen. Was ist das denn bitte hier? Was ist das für ein Bahnhof, Alter? Der Bahnhof ist K.O. K.O.-System, Alter. Dieser Bahnhof ist einfach nur Müll. Hier steckt überall irgendwo Drogen. Überall wird irgendwas versteckt. Guck mal. Seht ihr das? Also, ihr merkt selber, wa? Das ist einer der ekligsten. Ich will nicht sagen der ekligste, weil es kommen noch einige auf uns zu. So. Du weißt, was ich meine? Das ist hier noch gar nichts, Freunde. Frankfurt? Vergisst Frankfurt. Berlin hat tausende solcher Ecken. Tausende. Hier so ein Röllchen zusammengedreht, damit die hier ziehen. Wie dieses? Heftig. Ja, ich war vorhin einkaufen. Dann schaffe ich ja auch mal die Sachen nicht. Wow, hier gibt es sehr, sehr viele Drogenabhängige. Sehr, sehr viele Spritzen im Gleisbett. Ihr habt es ja gerade gesehen. Sogar die Polizei patrouilliert hier, sehe ich gerade. Wow, also Moritzplatz, finde ich, ist jetzt ein bisschen krasser als der Kottbusser Tor. Viel krasser. Kotti war ja damals, wa? Jetzt ist viel, viel mehr hier. Einmal ganz kurz drumherum und dann hauen wir wieder ab. Nicht stören lassen, alles gut. Ich bin gleich wieder weg. Also Moritzplatz. Ihr habt die Spritzen gesehen, Freunde. Wir gehen wieder rein. So sieht das so ein bisschen drumherum aus. So unscheinbar alles. Aber das Gleisbild war voll, ihr habt es ja gesehen. Ja, heftig, Freunde. Kotti war früher. Jetzt mit Moritzplatz und Leinestraße. Was gibt's noch? Schönleinstraße, so die Ecken. Die Polizei stand dann gerade da, zu sechst. Und haben mich angeguckt. Da ist noch ein G. Der macht gerade, siehst du das? Der macht gerade. Gerade eben, wo ich 2 Minuten weg bin, macht er gerade. Heftiger Typ. Und da muss vorsichtig sein, der kann auch aggressiv werden, wenn ihm das nicht gefällt, was ich hier gerade mache. Dann habe ich ein Problem. Muss ich mir mit dem boxen wieder. Weil ich ein ruhiger Typ bin. Ich habe gar keinen Bock auf sowas. Das war jetzt die erste Ecke, die ihr jetzt gesehen habt. Da gibt es einige Ecken, Freunde. Wir gehen mal ganz kurz auch in die andere Richtung. Ja, willkommen in Berlin, Freunde. Die Polizei ist am Start gewesen, aber die machen halt nichts. Ne? Die kennen ja das Spiel. Ich glaube, die Polizei ist hinter den Dealern hier. Die ist nicht hinter den Konsumierern, ja? Die Konsumer, die interessiert die nicht. Ja. Erstaunlicherweise sind die Automaten sehr, sehr sauber drüber gestrichen. Hier riecht es auch überall nach Urin und Kot, Menschenkot. Spritzen überall, an jeder Ecke spritzen. Geh mal ganz kurz auf die andere Seite. Wow. Schaut euch das an. Er kocht sich gerade sein Stuff auf. Er kocht sich gerade sein Stuff auf. Bereitet sich das vor. 6 Polizisten sind oben und stehen und warten. Die Gegend ist auf jeden Fall next level. Ihr seht überall, an jeder Ecke wird irgendwas gekocht und gemacht. Hier auch, ganz komische Sache. Vor allem vor der Kamera, vor der laufenden Kamera. Schaut mal hier. Die stehen dann hier unten und kochen und machen. Aber die Kamera ist hier.
Hier gibt es überall Kameras, aber das interessiert die Jungs absolut gar nicht. Die kochen ihr Zeugs, die machen hier trotzdem ihre Sachen. Moritzplatz. Kleiner Tag an der Tür, ganz komische Tür. Was ist das für eine Tür? Wo führt die hin, Alter? Die Schilder so ein bisschen abgefuckt schon, Moritzplatz. Ja, ich bin geschockt, Alter. Wir kommen immer näher. Und man merkt das Elend hier. Oh, ich bin hierbei durch Urin gelaufen, Alter. Das kann nicht wahr sein. Diese Station ist echt heruntergekommen. Ja, schaut euch das an. Überall Heroinspuren, wo es gekocht wurde. Hier wird definitiv auch was versteckt drin. Die tauschen sich untereinander aus. Die Dealer verstecken und verkaufen ja auch Sachen hier. Das heißt, die Polizei, wenn nicht dahinter kommt. Und die Junkies werden dann abgefangen irgendwann. Und dann wird ihnen gesagt, du hast gestern da und da rausgenommen. Gib mir jetzt das Geld. So, und dann geben die Junkies ihnen das Geld. Es funktioniert immer aufs Neue. Ja, weil manchmal wollen sie nicht einen direkten Kontakt mit den Junkies haben, mit den Konsumer, Verzeihung. Aber ja, damit die Polizei denen nichts nachweisen kann. Und die verstecken das hier in den Ecken. Das ist neuerdings neuer Stil so. Neuerdings so. Habe ich so herausgefunden. Indem ich es gesehen habe am Hermannplatz einmal. Da kommt jemand einfach hin, versteckt was unterm Sitz hier hinten, klebt das mit einem Tesafilm drauf, doppelseitigen Klebeband. Und dann kommen die Leute und holen das ab. Guck mal, wie versifft Moritzplatz aussieht. Die ganzen Ecken. Hier nochmal eine Tüte. Hier nochmal eine Tüte. Ih, Digga, da ist ganz, ganz viel Weißes drauf. Alter. Ih, Alter. Ich weiß, dass ihr sowas sehen wollt. Ich weiß es. Sowas wollt ihr sehen. Zu Hause bei euch auf der Wohnzimmercouch. Schaut mal hier. Weißes Zeug. Heftig, Alter. Wow, Alter. Die U-Bahnhöfe. Dieser U-Bahnhof ist hier speziell heftig. Also hier kann man wirklich jetzt stundenlang rumrennen. Und du siehst immer mehr Leute, immer neue Leute, die Sachen aufkochen und chillen und sich das Zeug reinpfeifen. Berlin-Moritzplatz, Freunde. Ihr seht ja auch Spritzen, es wird nicht nur geraucht, die nehmen auch immer noch Spritzen. Der Klassiker, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Es wird auch nicht nur gezogen durch die Röllchen, sondern oder durch Blechpapier geraucht, sondern die spritzen sich das auch. Ja, Mann. Heftige Ecke auf jeden Fall, die war eigentlich auch schon immer so. Hier hat sich kaum was verändert. Am Moritzplatz, der Vibe. Ich hab die ganzen Gerüche in der Fresse. Ach. Das muss mal kurz raus. Oh. Ja, wir haben auf jeden Fall ein riesen Drogenproblem in Berlin. Schaut euch das an. Hier nochmal Klamotten einfach hingeworfen. Und welche Hose von einem Obdachlosen. Abhängigen. Ja, Digga, ich bin geschockt, Alter. Hier nochmal hingepisst, gerade frisch eben vorhin. Ich hab's. Der Typ, der da hier stand vorhin im Video, hat da gerade rausgeballert. Guck mal hier, wie dreckig. Ja, Digga, das ist schon. Also, wer hier beim Automaten sich was kauft, weiß ich auch nicht. Also, hier würde ich mir nichts kaufen. Absolut nichts kaufen. Hier würde ich absolut nichts anfassen, weil die fassen da auch rein, um Geld zu suchen. Schaut mal, nochmal was Weißes. Boah, ist das ekelhaft. Ja. Wie gefällt das den Touristen? Ich verstehe es nicht. Wie gefällt das den Leuten, die hier leben? Ich check's nicht. Ballert gerade, die ballert gerade. Heftig, Digga. Was geht hier ab? Allein das Gleisbett schon ist heftig. Ja. So, komm, Freunde, das war's dann auch schon fürs Erste. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Habt ihr jetzt gesehen, was hier so abgeht? Moritzplatz, einer der hässlichsten Ecken in Berlin. Zumindest im U-Bahnhof. Oben sind Polizisten, unten ist Chaos. Konsumer, Drogendealer, die ich flüchtig auch sehen konnte aus meinem Augenwinkel. Die gucken auch auf einen, passen auf. Wer bin ich? Was mache ich? Ah, der macht ein YouTube-Video. Scheiß auf ihn. Egal, soll er weitermachen. Das juckt die auch gar nicht. Die verkaufen weiter und machen ihre Sachen. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mit den Videos, mit diesem Video vor allem. Schaltet über zum nächsten Video, denn da bin ich, glaube ich, gleich am Kotti. Oder? Wo sind die gleich da? Ja, genau, am Kotti, glaube ich. Warte mal, guck mal kurz mal rein. Ja. Und, Contestatore ist nächste. Heftig. Ab hier geht's richtig los. Hier lasse ich mir auch
Hier lasse ich mir auch richtig Zeit. Ja, deswegen bin ich gerade hier die ganze Zeit noch. Und ja, es ist ein sehr großes Problem hier. Die Leute haben ein sehr, sehr großes Problem. Die Polizei kommt da gar nicht hinterher. Die sind müde, die haben gar keinen Bock. Die standen, haben eine Zigarette geraucht. Die haben doch gar keinen Bock drauf. Die warten, bis ihre Schicht vorbei ist, dann gehen sie auch nach Hause. Das waren alles Jüngere, 20, 25 Jahre. Wo wollen die hin so? Weißt du, die haben noch nicht mal lesen gelernt. Ja? Oder die haben gerade eben mal lesen und schreiben gelernt, so auf dem Motto. Auf dem Motto. Ja. Ja, Freunde, das war's. Das war's meinerseits. Mein Name ist J6, All in the Mix. Daumen nach oben, abonniert, aktiviert, kommentiert. Und ja, Frankfurt. Frankfurt ist nur eine Ecke. In Berlin haben wir mehrere Ecken. Frankfurt ist nichts gegen Berlin. Das war es immer. Das wird es auch immer sein. Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ja, Berlin bleibt Macht. Ne? Alles Gute. Peace out. Bis zum nächsten Video. Grüße aus Berlin, Moritzplatz.